Kara und Wolfgang Huber sind seit fast 50 Jahren glücklich verheiratet. Pro hat den ehemaligen Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche und seine Frau zu Hause besucht und mit ihnen über das Geheimnis einer guten Ehe gesprochen. Meine Frau behauptet, es sei bei mir in Wahrheit erst Liebe auf den zweiten Blick gewesen, weil sie zusammen mit einer Cousine und übrigens mit all ihren Cousinen und Vettern an der Hochzeit meines ältesten Bruders teilnahm, der die älteste Cousine heiratete. Und diese Cousinen waren natürlich alle hinreißend, aber meine Frau war die schönste, attraktivste und liebenswürdigste. Das merkte ich jedenfalls innerhalb von ganz wenigen Stunden und daran hat sich bis heute nichts geändert. Obwohl ich ja heute nicht mehr im Zusammenhang meiner Cousinen dir begegne. Nein. Du kannst jetzt nicht mehr abwägen, wer ist attraktiver, wer ist liebevoller, sondern das jetzt bin ich das, nur noch alleine da. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht abzuwägen, weil unsere Verbindung so intensiv gewachsen ist, dass sie nicht aus dem Vergleich lebt, sondern aus der wechselseitigen Zuwendung. Für mich war das die reine Neugierde. Wie war er, wenn man ein bisschen ankratzt und ein bisschen nachdenkt und ein bisschen überlegt? Ich habe vor allem mit ihm getanzt, den ganzen Abend lang, und da ich sehr gerne tanze und das ja auch eine gewisse Körperlichkeit ist, fand ich, dass der sich sehr gut anfühlte und sehr mitteilsam war und Interessantes mit mithalte. Wir haben zum frühest denkbaren Zeitpunkt geheiratet. Wir haben geheiratet, bevor meine Frau 21 war. Das war damals ja noch das Alter der Volljährigkeit. Es brauchte also eine schriftlich niedergelegte Zustimmung meiner Schwiegermutter, die sie zu unserem Glück mit Freude gegeben hat. Ich hatte gerade eben mit 23 Jahren Examen gemacht und kaum war ich 24, haben wir dann geheiratet. Also das war, glaube ich, alles ganz schön dicht. Und manche fanden das nahezu unbegreiflich, wie früh wir geheiratet haben. Und wir waren ganz davon überzeugt, der frühest mögliche Zeitpunkt ist auch der richtige Zeitpunkt. Und dann kannten wir uns wirklich 2 Jahre, bis wir uns verlobt haben, 2,5 Jahre, bis wir geheiratet haben. Und waren davon überzeugt, wir würden Neues aneinander entdecken, aber dabei nicht richtig unangenehme Überraschungen erleben. Das Besondere ist Dankbarkeit. Füreinander oder? Füreinander und miteinander. Also das Besondere ist, so vieles als Geschenk empfangen zu können, dass die herausfordernden Seiten des Lebens dadurch weniger anstrengend sind, miteinander gemeistert werden können und dann auch, wenn man einen steilen Anstieg beim Wandern bewältigt hat, man sich dann auch daran freuen kann. Bei dem Bild will ich gerade bleiben, beim Wandern. Wir sind große leidenschaftliche Wanderer und dazu gehört immer ein Rucksack. Und dieser Rucksack, der wird von uns beiden wechselseitig getragen. Und was wir in diesem Rucksack haben, das ist voller Überraschungen. Was wir aus dem Rucksack rausholen, bereichert unsere Ehe im übertragenen Sinne. Es ist eine Last, die, wenn man sie gemeinsam trägt, leichter wird. Also mir ist der Gedanke vollkommen fremd und fern, dass eine Situation eintreten könnte, in der jeder Tag wieder andere ist und man dass wir aus Angst vor Eintönigkeit uns wechselseitig langweilig finden könnten. Wenn das 50 Jahre lang nie so gewesen ist, dann ist es eigentlich ein ganz gutes Unterpfand dafür, dass wir davor keine Angst haben sollten. Es kann immer den Fall schwerer Krankheit geben, die den Radius einschränkt, dann stellen sich neue Pflichten und Verantwortlichkeiten und dann brauchen wir andere Wege, um auch an dieser Lebensphase etwas zu entdecken, was Gnade und Segen und Geschenk ist. Aber ich glaube, die
Eintönigkeit entsteht aus der Angst vor Eintönigkeit. Und wer auf Gott vertraut, vertraut darauf, dass auch die Zukunft Gutes bereithält, weil wir wissen, dass Gott es gut mit uns meint.